Herzlich willkommen zu meiner Zweitliga-Prognose 23/24. Ihr habt gefragt, Max, wann ist es soweit? Hau doch diese Prognose endlich raus. Ich wollte noch ein bisschen warten, gucken, wer sich so verstärkt, Abgänge, Zugänge und die letzten Testspiele beobachten, was denn die Teams so veranstalten. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und schreibt natürlich gerne eure Endtabelle unten in die Kommentare. Wer steigt auf? Wer steigt ab? Diese Liga hat es wirklich in sich. Fast schon interessanter, wenn nicht sogar interessanter als die erste. So viele Traditionsmannschaften. Und ihr werdet heute nicht nur meine Einschätzung sehen, meine Endtabelle. Nein, ich habe auch noch meinen Bruder gefragt, ob er denn mal seine Prognose rausballern will. Das heißt, ihr werdet zwei Endtabellen sehen. Wo geht es für unseren FC Hansa hin? Das könnt ihr auch gerne unten reinschreiben. Zuletzt das Testspiel, muss ich schon sagen, wirklich erste Sahne, 2:1 gewonnen gegen Sevilla. Falls ihr den Stadion-Vlog noch nicht gesehen habt, verpasst habt, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Jetzt legen wir aber mal los. Kommen wir zum 18. und somit undankbarsten Tabellenplatz. Direkt absteigen wird bei mir wen? Wiesbaden, der Aufsteiger in die zweite Liga, der Relegationsgewinner gegen Bielefeld, die mich da sehr überzeugt haben, mussten schon einige Abgänge verkraften. Unter anderem steht auch noch Hollerbach, so im Fokus der Erstligamannschaften und wird dementsprechend höchstwahrscheinlich den Verein noch verlassen. Wenn er bleibt, dann könnte es doch schon auch in Sachen Klassenerhalt wahrscheinlicher sein, also dass sie dann die Klasse halten. Mit EC zu Hannover 96 auch so ein Spieler in der Verteidigung, der schmerzt der Abgang, genauso wie Gürleen. Die Zugänge sehen in Ordnung aus, mit Jonjic von Erzgebirge Aue, Mathiesen, starker Innenverteidiger von Ica Sirius gekommen, der Däne aus der schwedischen Liga, Huyun Ju Lee von Bayern 2, ein kleines Talent, ob er sich dann auch in der zweiten Liga durchsetzen kann, wird man sehen, Benetz von Darmstadt 98, aber das sind alles so Spieler, wo man wirklich noch nicht so genau weiß, ob sie denn mit dem Tempo mitgehen können in der zweiten Liga, größtenteils zumindest Kauczynski, ein Trainer, der die Erfahrung hat. Müssen wir mal abwarten. Wien Wiesbaden steht bei mir zumindest erstmal auf dem letzten Platz. Der 17. Platz geht an den SV Elversberg. Elversberg muss man nochmal hervorheben. Aus der vierten Liga gekommen, den Durchmarsch bis in Liga 2 geschafft. Viele Spieler sind eben auch noch aus der Viertligazeit im Kader. Und das ist meiner Meinung nach ein zu großer Sprung. Sie haben am Ende der Drittligasaison auch den ein oder anderen Punkt mal abgeben müssen, sich dann aber wirklich verdientermaßen auch den Aufstieg geholt. Nun muss man aber erstmal schauen, wie sie denn mit der zweiten Liga zurechtkommen. Alle eher unerfahren und das ist dann auch mein Grund, warum, wieso, weshalb es wohl nicht klappen wird. So eine kleine Wundertüte bei Elversberg sehe ich aber auch die Chancen durchaus in der Liga zu überraschen und höher dann in der Tabelle zu stehen. Die Neuzugänge auch eher aus den unteren Ligen. Martinovic von Waldhof Mannheim, ablösefrei Stürmer, Bojamba rechts außen von 1860 München, Paul Stock vom TSV Steinbach, dann aber ein wirkliches Wunderkind mit Wahid Fagir, der hat einen Marktwert von 2,5 Millionen ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Arne Sicker von Sandhausen ablösefrei. Bei den Abgängen sticht mir direkt Nick Woltemade ins Auge, ist zurückgegangen zu Werder Bremen, wurde ja ausgeliehen und hat in der letzten Saison wirklich viele Tore für die Elversberger geschossen. Ob sie ihn jetzt adäquat ersetzt haben mit Fagir, da muss man in die Glaskugel schauen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Mannschaft, die viel Freude bereiten kann, eine Wundertüte ist und bei mir aber erstmal auf dem 17. Tabellenplatz steht. Welche Mannschaft muss in die Relegation und eine Ehrenrunde drehen? Da steht bei mir Eintracht Braunschweig. Die sehe ich auf Platz 16 und aktuell mit ihrem Kader eher im unteren Mittelfeld. Es klingt hart, Jens Hertel, ein sehr sympathischer Trainer und ich würde es den Braunschweigern auch gönnen, die Klasse zu halten. Können sie ja schaffen auf Platz 16, das ist noch kein direkter Abstiegsplatz, ist alles möglich.
Der Abgang durch Ferrei schmerzt natürlich sehr. Ein kreativer Kopf, vor allem im Offensivspiel, der dann eine Lücke hinterlässt. Ob man da dann gescheiten Ersatz gefunden hat, ist so die Frage. Ron-Torben Hoffmann, neue Nummer 1, Rostocker, ein guter Junge. Und bei den Zugängen hat man jetzt zuletzt mit Sidi Sané ein Talent verpflichtet, der ja viel Potenzial besitzt. Kalis Kana, ein guter Stürmer ist, auch mit jungen Jahren, aber eben ja dann auch ein Johann Gomez vom FSV Zwickau, wo ein großes Fragezeichen hintersteht. Ivanov, finnischer Nationalspieler, ein ganz guter Mann. Ein weiterer Grund vielleicht das verflixte zweite Jahr. Da können alle Hansa-Fans, denke ich, ein Lied von singen. Es ging in der letzten Saison drunter und drüber bei uns kurzzeitig auf Platz 17 mit 9 Spielen ohne Sieg. Ich will es, sage ich mal, nicht hoffen für Braunschweig. Sie haben aber auch schmerzhafte Abgänge, die sie eben verkraften müssen mit Ferrei. Dann haben wir noch Brian Henning, Ex-Rostocker, Winzheimer, Leihende oder auch ein Gechter, Benkovic in der Innenverteidigung. In der Vorbereitung haben sie mal überzeugen können mit dem 3:1 gegen Real Betis, Respekt. Dann aber auch mal ein paar Aussetzer gehabt, 3:1 verloren gegen Preußen Münster. Wo geht es für Braunschweig hin? Schreibt es gerne rein. Bei mir stehen sie erstmal auf Platz 16. Welche Mannschaft darf sich freuen in Sachen Klassenerhalt? Das ist der VfL Osnabrück. Die habe ich auf Platz 15 gesetzt. Ein Aussteiger schafft es eigentlich immer, die Klasse zu halten. Bei mir war nur die Frage Elversberg oder Osnabrück. Und dann habe ich mich für Osnabrück entschieden. Tobias Schweinsteiger, ein sehr guter Trainer. In der Vorbereitung haben sie kein Spiel verloren. Unter anderem auch gegen Fortuna Düsseldorf 1:1 gespielt. Eine erfahrene, gestandene Zweitligamannschaft gegen Braunschweig 0:0. Platz 15, 16 habe ich so ähnlich eingeschätzt. Deswegen ja, denke ich, dass das auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein wird. Die Zugänge sehen vielversprechend aus. Lennart Grill ausgeliehen von Union Berlin. Christian Conte, an dem Hansa ebenfalls dran war, haben sie sich geschnappt. Da muss er nur ein bisschen den Abschluss verbessern und dann sollte er schon eine Waffe sein über die Flügel. Makridis, Thalhammer von Jan Regensburg, Aydini, Quasifried von Holstein Kiel, ein richtig guter, aber eben auch ein paar schmerzhafte Abgänge verkraften müssen. Simakala, der zu Holstein Kiel gewechselt ist, links außen. Oder der Rechtsverteidiger Omar Traoré geht in die Bundesliga zu Heidenheim. Alles im allen wird es wahrscheinlich eine Saison für Osnabrück im unteren Mittelfeld. Es geht natürlich nur darum, die Klasse zu halten und sie werden auch wahrscheinlich unten drin stehen, aber es meiner Meinung nach irgendwie schaffen, die Klasse zu halten. Weiter geht's mit Platz 14. Wer steht bei mir dort? Greuther Fürth. Viele werden ein paar Augen machen. Eine Mannschaft, die vom Marktwert her relativ weit oben steht. Und der Kader sieht schon gut aus. Nur waren sie in der letzten Saison sehr auswärts schwach. Sollten sie das auf die Reihe kriegen und dort mehr Punkte einfahren, dann kann es durchaus weiter nach oben gehen. Heimstark sind sie. Zorniger hat das Ruder rumgerissen und einen Durchmarsch bis in Liga 3 verhindert. Ich denke auch in diesem Jahr, dass sie nicht absteigen werden. Und ich muss auch wirklich sagen, wenn ich hier gucke, Srebeni geholt, einen guten Stürmer, Şalhanoğlu, linker Verteidiger, Lemperle von Köln, Laie, ein richtig guter Mittelstürmer, Jonas Urbik mit Duziak an Hertha, an den direkten Konkurrenten, einen guten Spieler verloren, Max Christiansen zu Hannover 96, kennen wir Hansa-Fans bestens. Griesbeck zu Braunschweig, Raschel zu Lautern. Wird man alles sehen, mein Gefühl sagt mir trotzdem untere Tabellenhälfte. Kommen wir zu Platz 13. Im gesicherten unteren Mittelfeld steht der erste FC Kaiserslautern. Letzte Saison haben sie richtig viel Spaß gemacht. Die Fans auf dem Betze kann ich auch immer nur wieder bestätigen. Ne? Einfach, was die da abreißen, ist eine andere Liga und ein Verein, der natürlich schon ein bisschen höher spielen sollte. Also in die erste Liga gehört, können wir einfach so klar aussprechen. Trotzdem glaube ich, dass sie nicht so weit oben stehen werden wie in der letzten Saison. Das zweite Jahr für einen Aussteiger heißt einfach drin zu bleiben, auch weil die Rückrunde eher schleppend lief. Klar, man hat schon den vorzeitigen Klassenerhalt in der Hinrunde gesichert,
aber dann in den letzten 6 Saisonspielen keinen einzigen Sieg mehr holen können. Sie haben nicht viele Abgänge zu kompensieren. Eine Mannschaft, die eingespielt ist. Bei den Neuzugängen mit Elvedi einen starken Innenverteidiger von Regensburg geholt. Raschel von Greuther Fürth, wie eben gesagt, Puchacz von Union Berlin, ein richtig talentierter, junger Linksverteidiger. Das soll schon was heißen, jedoch fehlt mir in der Offensive noch ein Spieler, der neben Beuth da richtig einschlagen kann. Tachi haben sie noch geholt, ja, von Paderborn, der hat da allerdings nicht viele Spiele absolviert und bei den Abgängen gut Depréville. Dann haben wir hier Bormuth und Nikolai Rapp, wo die Leihe zu Ende geht. Dirk Schuster, stabiler Trainer, die letzten Testspiele 4-1 gewonnen gegen Homburg, hat man ein Gegentor gefressen, halb so wild. Gegen Norwich City 0-0 gespielt, Gegner Minnesota 2-1 verloren, Louisville 2-1 geworden. Also Kaiserslautern für mich nicht abstiegsbedroht, werden die Klasse halten und ich glaube, damit kann jeder Fan zufrieden sein und dann Schritt für Schritt nach oben schauen. Platz 12 geht an den Club aus Nürnberg. Man ist froh gewesen, dass man die Klasse in der letzten Saison kurz vor Schluss noch halten konnte, nicht auf den Relegationsplatz gerutscht ist. Und alle Teams, die ihr jetzt eigentlich seht, schon von Platz 13 an, die könnten auch auf Platz 8 oder so landen. Also 8 bis 13, da sehe ich die Teams eigentlich von der Qualität her gleich. Nur irgendjemand muss halt auf dem 12. Platz stehen. Und bei Nürnberg wusste ich noch nicht so recht, wo die Reise hingeht. Sie haben klar gegen Arsenal 1-1 gespielt und da war auch der richtige Kader am Start. Dann aber eben 2 Tage später gegen Saarbrücken 2-1 verloren und auch mit Dua einen schmerzhaften Abgang verkraften müssen. Den haben sie eventuell adäquat ersetzt mit Hayashi, Mittelstürmer von St. Truiden, japanischer Nationalspieler, Jannis Horn, Linksverteidiger von Bochum, Gülerjen ebenfalls erwähnt schon von Wien Wiesbaden, Josef Hungbo, Christian Fiel, der neue Trainer, Winsheimer ist gewechselt, Nürnberger, ein schmerzhafter Verlust auch für die Trikotverkäufe, ja, sehr, sehr schade, oder eben Lino Tempelmann spielt bei Schalke 04, Sadik Fofana, Florian Flick, alles im einen, haben sie aber eine stabile Mannschaft, die sich einfach finden müssen, da ferner die letzte verkorkste Saison wieder gut machen, dann kann das was werden. Auf Rang 11 landen die Kieler Störche. Genauso schwer einzuschätzen. Sie könnten weit oben stehen, sie könnten ein bisschen weiter unten sein, mit dem Abstieg nichts zu tun haben, denke ich. Jetzt zuletzt gegen Union Berlin 2-1 gewonnen, schon wirklich sehr überzeugend. Aber dann auch gegen einen direkten Konkurrenten wie Hannover 96 2-1 verloren. Und aus diesem Grund stehen sie auch unter Hannover erstmal. Natürlich sind es Freundschaftsspiele, die man nicht überbewerten soll. Ich gehe trotzdem oder nehme diesen Richtwert einfach, um mir da, sage ich mal, dann einfach eine Tabelle zu bauen. Holstein Kiel, gute Zugänge, aber auch ein paar Abgänge, denen man hinterher trauern kann. Wie einen Hauke Wahl, erfahrener Innenverteidiger, der zu Pauli gegangen ist. Fabian Reese, der mit am meisten wehtut da in der Offensive zu Hertha. Finn Bartels, Karriereende, beziehungsweise der lässt es sich jetzt gut gehen in der Kreisliga oder was auch immer. Julian Korb, Kwasi Wried, Ahmed Arslan, warum man den nicht einfach zurückgeholt hat von Dynamo Dresden und dann jetzt, sage ich mal, eine Chance gibt im Kader. Wissen, denke ich, die Kieler ein bisschen besser. Jedoch stehen den Kielern auch gute Neuzugänge zu Buche. Ivecic von Wodstowak, Rote, Linksverteidiger von Borussia Dortmund, ausgeliehen. Simakala, Johansson, Innenverteidiger vom IFK Göteborg geholt, aus Schweden. Machino, auch japanischer Nationalspieler, glaube ich. Einige gute neue Spieler dabei. Ob sie die gesunde Mischung mit dem Trainer Marcel Rapp finden, der ist ja auch immer wieder kritisiert worden von den Kielern, wird man sehen. Ich bin gespannt. Es geht immer weiter nach oben in der Tabelle und nun kommen wir zum 10. Platz. Wer ist es? Der erste FC Magdeburg. Kann man auch höher einschätzen. Christian Tietz, ein absolut kompetenter Trainer, der richtig geilen Fußball spielen lässt. Und mich letzte Saison haben mich die Magdeburger auch schon überzeugt. In dieser Saison kann es noch besser werden. In der Vorbereitung alles gewonnen, kein Spiel verloren, 3-1, unter anderem gegen Sevilla,
Wie viel haben wir gespielt? Dazu kommen wir später noch. Nein, aber dann auch gegen Nordschelland 2-0. Wow, richtig gut. Die Neuzugänge sind ebenfalls vielversprechend. Ahmed Arslan, den Torschützenkönig aus der dritten Liga geholt von Dresden bzw. Holstein Kiel. Ob er denn dann auch Fuß fassen wird in der zweiten Liga? Okay, das ist natürlich dann erstmal so eine Frage, die er beantworten muss. Hoti, Innenverteidiger von Inter Mailand. Hugo Neth von Austria Lustenau, Ameachi vom Hamburger SV ablösefrei, Fabisch auch so ein kleines Talent, Pollersbeck so ein bisschen Hamburg 2 muss man sagen, ist hier drin von Olympique Lyon, ein richtig guter Keeper, oder auch Tatsuya Ito halten können bei den Abgängen. Ein Schmerzhafter dabei mit Kwarteng, der schon ordentlich an den Toren beteiligt war. Aber wirklich, Magdeburg muss man auf dem Zettel haben, mit gutem Trainer und absolut starken Kader, top besetzt. Ich habe sie trotzdem erstmal auf Platz 10 stehen lassen. Magdeburg will sich etablieren und kann dann auch, sage ich mal, immer weiter von Saison zu Saison nach oben klettern. Wir kommen zur oberen Tabellenhälfte. So langsam, aber sicher nähern wir uns den Ausstiegsplätzen. Wer ist denn auf dem 9. Platz? Tja, da gibt es keinen geringeren Verein als diesen hier. Ich sehe uns tatsächlich auf Platz 9. Natürlich optimistisch getippt. Natürlich ein wenig mit der Fanbrille auf. Alois Schwarz, aka Feuerwehrmann, der uns in der letzten Saison aus der Scheiße geholt hat und den besten Saisonendsport hingelegt hat, der ganzen zweiten Liga mit 6 Spielen ungeschlagen, 5 Siegen. Wir müssen einfach nur unsere Heimspiele gewinnen, die Heimstärke verbessern. Auswärts hat es schon top funktioniert. Da waren wir in der letzten Saison, glaube ich, sogar auf Platz 6. Das Ostseestadion einfach wieder zur Festung machen. Ich bin sehr optimistisch und auch zuversichtlich nach dem letzten Testspiel gegen Sevilla. 2-1 haben wir gewinnen können. Klar, überbewerten wollen wir das Ganze nicht. Man hat auch mal einen Dämpfer bekommen gegen Alglenike oder eben BFC Dynamo. Dann aber ein Pogoń Szczecin, ein Gegner aus der polnischen ersten Liga, der oben mitspielt, geschlagen mit 2-0. Alois Schwarz muss sich selbstverständlich beweisen, dass er es nicht nur als Feuerwehrmann kann, sondern jetzt auch von Beginn an der neuen Saison unseren FC Hansa bzw. unsere Mannschaft so ausstellt, um genügend Punkte zu holen. Ziel ist klar, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern und dann einfach gucken, ob es vielleicht auch noch 1-2 Plätze nach oben geht, so schnell wie möglich die 40 Punkte holen, ob es am Ende für Platz 9 reicht oder es dann eben wieder der 13. Platz ist, ist Nebensache. Das habe ich immer wieder gesagt, vor allem, weil ja die Qualität bei den ganzen Vereinen, die so im Mittelfeld rumdümpeln, ähnlich ist. Kann es auch sein, dass wir eben auf dem 13. landen, 2 Jahre hintereinander, jetzt auf Platz 13. Will man aber auch mal ein bisschen weiter nach oben gucken, die Euphorie ist da, eine gesunde Einschätzung haben wir dennoch, dass es einfach ohne Herzinfarktmomente vielleicht in diesem Jahr klappt, die Klasse schnellstmöglich zu halten. Auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen, die richtigen Neuverpflichtungen getätigt. Meiner Meinung nach hätte es nicht so einen großen Umbruch in der Verteidigung geben müssen, weil das war eigentlich das, was uns ausgezeichnet hat in den letzten Spielen der Zweitligasaison, dass die Defensive stand, ein Ananu abzugeben und nicht weiter zu verlängern bzw. einen Vertrag anzubieten. Kann ich bis heute noch nicht so verstehen und den ein oder anderen Abgang ebenfalls nicht. Malone, Fröde muss man dann halt einfach sehen, aber sie wurden gut kompensiert jetzt durch die Verletzung von Oliver Hüsing, der auch neu ist. Van de Werf noch ausgeliehen, ein weiterer Innenverteidiger steht im Raum, würde ich noch sehen, und dann einen Stürmer, der noch ein paar Buden mehr macht, den man anspielen kann. Dann stehen wir auf jeden Fall mit einem richtig guten Kader, einer richtig guten Mannschaft da. Güler, saubere Vorbereitung gespielt, Torschützenkönig aus der Regionalliga West. King Zombie hat mir auch richtig gut gefallen, seine Spritzigkeit und auch offensive Kreativität, genauso wie ein Sink, der die Standards treten kann. Bachmann, von dem erwarte ich auch einiges, halte ich sehr, sehr viel. Ein richtiger Fighter auf dem Platz, offensiv, defensiv, er hat überall seine Qualität. Vielleicht sogar noch der bessere Fröde, Rossipal, ein wirklich solider, starker
Linksverteidiger Vasiliades, technisch sehr begabt, feines Füßchen überall auf dem Platz zu sehen. Oder auch ein Chor, den sehe ich auch irgendwann in unserer Startelf. Gibt ihm ein bisschen Zeit und dann wird er sich machen. Die Abgänge kann man alle verkraften, bis auf Van Drongelen vielleicht, den man doch schon gerne gehabt hätte in der Innenverteidigung. Man wird sich umschauen, was der Markt noch hergeben möchte. Und dann sind wir, glaube ich, top besetzt für die neue Saison. Stürmer, Innenverteidiger und dann war es das eigentlich. Es hat ja auch ohne geklappt. Wenn man sich die erste Hälfte gegen Sevilla anguckt, da hat man 2-0 geführt. Ohne richtige Spitze mit Pröger, Ingelsson da vorne drin. Das klappt auch. Einfach mal ein neues System probieren. Da mache ich mir wirklich keinen großen Kopf. Es passt aktuell alles in der Mannschaft, im Trainerteam, im Vorstand. Top Sache. Wir wollen nur den Klassenerhalt. Platz 9 wäre schon schön. wer weiß, was die Glaskugel so zu sagen hat in dieser Saison für uns. Der SC Paderborn bekommt von mir den 8. Tabellenplatz zugeschrieben. Viele sehen sie als Aufstiegsfavoriten, ich eher im gesunden Mittelfeld. Klar, ein Max Kruse, Top-Transfer, keine Frage. Wird er sich nochmal zeigen können, obwohl er ein Jahr keine Spielpraxis mehr gesammelt hat? Keine Ahnung, Maximilian Rohr verpflichtet, Bilbia links außen vom Hamburger SV, David Kinzombi, der Bruder von unserem Christian Kinzombi aus Sandhausen geholt. Die Abgänge schmerzen aber sehr. Schallenberg, schon wichtigen Spieler auf der 6 verloren, keine Frage, an Schalke. Oder auch Justwan, der es jetzt geschafft hat, sag ich mal, in die erste Liga zu 1899. Hoffenheim, Srebeni, okay, hat jetzt, sag ich mal, nicht so die große Rolle gespielt. Pieringer, immer für die Tore gut gewesen. Es ist eine starke Mannschaft, nur sehe ich sie aktuell irgendwie nicht weiter oben. Gegen Leverkusen 2-1 gewonnen, dann gegen Dynamo Dresden 2-0 verloren. Ja, Paderborn auf Platz 8. Es wird immer spannender. Wir kommen zum 7. Platz und der geht an die Paulianer. Unser Erzrivale hat einen sehr, sehr guten Trainer. Muss man einfach den lassen. Und mit den Neuzugängen Albers, Hauke Wahl, zwei Spieler gekommen, die Erfahrung mitbringen. Mit Pakarada einen wichtigen Spieler verloren. Fazli ebenfalls und auch Daschner. Gehe ich von einer Platzierung aus, die doch schon weiter oben ist. Ja, weil sie eigentlich nicht so viel gemacht haben im Kader, nicht so viel verändert. Sie kennen die Abläufe und es hat ja in der Rückrunde richtig gut hingehauen. Muss man einfach sagen, die beste Rückrundenmannschaft mit den meisten Punkten jemals. Haben sie den Rekord geschafft? Kann sein. Auf jeden Fall, ja, Pauli auf Platz 7 mit Tendenz nach oben. In der Vorbereitung kein Spiel verloren, muss man auch als Hansa-Fan anerkennen. Die Sonne kommt raus und einen sonnigen Tabellenplatz bekommt von mir der KSC. Die sehe ich nämlich auf dem 6. Platz. Das ist meine Überraschungsmannschaft oder die Mannschaft, der ich viel zutraue, muss man ehrlich sein. Lars Stindl, eine richtig gute Verpflichtung. Er kehrt zurück in seine Heimat, bringt sehr, sehr viel Erstliga-Erfahrung mit, Nationalmannschaft gespielt. Paul Nebel haben sie halten können von Mainz 05, die Leihe verlängert. Das ist eine eingespielte Mannschaft, die ja mit individueller Qualität, Einzelspielern das schon überzeugen könnte. Beifuß von Pauli, die Abgänge im Großen und Ganzen verkraftbar, bis auf vielleicht Gersbeck, das ist schon ein guter, den die da im Kasten verlieren. Breithaupt für 2,5 Millionen an Augsburg abgegeben. Und die Testspiele liefen ebenfalls relativ ordentlich. 0-0 gegen Erstliga oder Zweitliga-Aussteiger Darmstadt aus der ersten Liga. 4-2 verloren gegen Liverpool. Da hat man für eine kurze Zeit sogar führen können. 4-0 gegen Balingen. Die sehe ich schon weiter oben. Wenn man sich das letztes Jahr angeguckt hat, haben sie viele als Abstiegskandidat gesehen. Ich will mich jetzt nicht dazu zählen. Habe ich es nicht. Schaut meine Videos, dann wisst ihr es. In diesem Jahr hauen sie, denke ich, zurück und zeigen es allen, dass sie es können. Stindl ist direkt in meinem Kopf. Der wird, glaube ich, schon richtig viel Spaß machen. Richtig schönes Tor auch gegen Liverpool geschossen. Also Platz 6 für
den KSC. Wir klettern und klettern immer weiter nach oben in der Tabelle. Platz 5 belegt bei mir Fortuna Düsseldorf. Ausstiegsfavorit auf jeden Fall. Kann man ihnen zutrauen. Tione, der weiß, wie es geht. Auf dem Transfermarkt hält man sich ein wenig zurück. Vermey kommt von Freiburg 2, Stürmer. Engelhardt, ein richtiges Talent. Für 600.000 haben sie sich geholt, ebenfalls von Freiburg 2. Niemczynski, Torwart von Krachowia. Bunk aus der U19 hochgeholt. Und Neto soll auch, also Fernandes Neto soll auch ein richtig, ja, stabiler sein. Auf dem Papier her haben sie ein bisschen Qualität verloren. Namhafte Abgänge. Christoph Klara für 2 Millionen zu Darmstadt 98, Rufen Hennings jetzt bei Sandhausen, Kabownik, linker Verteidiger, oder eben Kownacki, den sich Werder Bremen geschnappt hat. Das sind Spieler, wo man schon sagen kann, ja, es wird nicht einfacher. Ich gehe da realistisch ran und glaube schon, dass Düsseldorf weit oben steht. Ob es dann reicht in Sachen Aufstieg, okay, muss man ehrlich sein, aktuell vielleicht noch nicht. Wenn dann der ein oder andere neue Spieler noch dazugeholt wird, dann kann man schon besser das Ganze, glaube ich, bewerten. Aktuell sehe ich sie auf einem stabilen 5. Platz mit Auge nach oben. Ob sie nochmal zuschlagen auf dem Transfermarkt, warum hat man da überhaupt eigentlich so wenig, ja, an Neuzugängen geholt? Können die Düsseldorfer gerne beantworten. Den Kader sehe ich aber als gestanden an, eingespielt. Dazu haben sie in der Generalprobe den VfL Bochum mit 3:1 abgefertigt. Die gehen mit Selbstvertrauen rein, glaube ich, in die neue Saison. Da kann man sich sicher sein. Fortuna Düsseldorf sollte man immer auf dem Zettel haben. Ja, die Frage der Fragen. Wer landet auf dem undankbaren 4. Tabellenplatz? Es ist Erstliga-Absteiger Hertha BSC. Ganz, ganz knapp an den Aufstiegsrängen gescheitert bei mir. Muss man ehrlich sein, aktuell herrscht da noch viel zu viel Chaos. Unruhe jetzt mit ihrem Neuzugang Gersbeck da im Tor. Weiß man noch nicht so recht, welche Spieler verlassen Hertha noch, wer kommt dazu. Die Neuverpflichtungen sind stark, keine Frage. Da hat man schon die richtigen Finger gehabt bei Fabian Rehse. Unter anderem Gersbeck habe ich erwähnt, der jetzt allerdings erstmal suspendiert wurde. Toni Leistner, muss man schauen, ob er Hertha wirklich so weiterhilft. Privliak von Kars Eupen als neuer Mittelstürmer. Dadurch, dass es so unruhig im Verein ist und noch nicht so die richtige Elf gefunden wurde, weil viele Spieler noch den Verein verlassen könnten, ja, glaube ich, werden sie Startschwierigkeiten bekommen und erstmal wie Werder Bremen und Schalke vor 2 Jahren im Mittelfeld landen im Winter, dann die richtigen Schlüsse ziehen vielleicht und in der zweiten, also in der Rückrunde dann nach der Winterpause nach oben ziehen. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das so laufen wird. Pal Dardai, ein guter Trainer, sollte man da festhalten und nicht zu unruhig werden wieder. Dann ist der Aufstieg möglich. Mit Platz 4, hört ihr es ja selber, sehe ich Hertha schon oben. Okay, es wird heißer und in Sachen Aufstieg, Relegation befindet sich bei mir Hannover 96 auf dem 3. Tabellenplatz. Ja, tatsächlich Hannover 96 für mich eine positive Überraschungsmannschaft. Stefan Leitl, kompetenter Trainer, der, denke ich, mit der neuen Mannschaft und diesen Neuverpflichtungen einiges erreichen kann. Die letzten Testspiele haben mich umgehauen, ehrlicherweise. 3:0 hat man gewinnen können gegen Villarreal, 3:0 gegen Duisburg, 1:0 gegen den ersten FC Köln, dann gegen Lukas Podolskis Team, Gornik Zabrze, 3:0. Wer Villarreal auch 3:0 schlägt, glaube ich, ist schon, mit denen ist zu rechnen. Halstenberg, Top-Transfer von RB Leipzig. Die Verteidigung ist wirklich richtig, richtig gut aufgestellt. Eze, Linksverteidiger von Wien Wiesbaden geholt. Wörl von 1860 München. Arey, Mbi, Max Christiansen, Ex-Hansa-Spieler, der die Frische reinbringt im Mittelfeld. Also, wow. Hannover 96, top aufgestellt. Nur Verpflichtung für die Defensive. Vielleicht folgt noch einer im Sturm. Man ist auf der Suche, habe ich gehört. Dann kann da noch richtig eskaliert werden. Deswegen, da sollte man noch schauen, ob man auf dem Transfermarkt was Passendes findet. In Sachen Stürmer, Bayer hat man eben
zurückgehen lassen nach Hoffenheim, dann Ondua wechselt Chelebi, das ist alles so verkraftbar. Sebastian Kerk, gucken wir mal, ob ich recht behalten werde mit Hannover, zumindest der erste Eindruck, wenn ich diesen Kader sehe, ja, Platz 3 ist drin. Die direkten Aufstiegsplätze müssen noch belegt werden mit zwei Mannschaften. Es ist klar, welche Vereine es sind. Wer wird den zweiten Platz bekommen? Da liegt der HSV. Platz 2, direkter Aufstieg. Es wäre ein Traum. 6 Jahre lang zweite Liga. Man will hoch. Es wird Zeit. Ob sie es schaffen? Keine Ahnung, dass sie es immer wieder verspielen. Ja, vom Kader her alleine vieles zusammenbehalten, keine so wirklichen schmerzvollen Abgänge zu verkraften. Bis auf gut Sonny Kittel, den wollte man dann aber auch nicht mehr halten. Robin Meissner, Bill Bia, das ist alles so im Bereich von kann man akzeptieren. Noah Katterbach und die Zugänge lassen hoffen. Van der Bremt von RB Salzburg, starker Rechtsverteidiger. Dann hat sie Kadunic, Innenverteidiger von Rostov. Das ist ja die Anfälligkeit schlechthin. Die Defensive unter Walter sowieso. Walter sehe ich immer noch kritisch. Ne? Der ist nicht so ganz beliebt bei den Hamburgern, bei mir auch nicht. Vielleicht haut man den noch raus irgendwann, wenn es am Anfang Startschwierigkeiten gibt. Und mit neuem Trainer sehe ich da eigentlich dann direkt das Ausstiegspotenzial, den direkten Ausstieg. Walter kann es auch schaffen. Offensivfußball lässt er spielen. Das wird man dann sehen. Ferrei ist so ein Spieler, der da nochmal die Frische, die nötige Kreativität gibt im offensiven Bereich. Öztunali jetzt, sage ich mal, von Uwe Seeler hier. Verwandtschaft im zentralen Mittelfeld. Ambrosius könnt ihr uns ansonsten noch überreichen für die Innenverteidigung. Aber die Hamburger, die habe ich auf dem Zettel auch in dieser Saison. Zuletzt jetzt die Testspiele nicht so ganz erfolgreich ausgegangen. 2-1 verloren gegen Glasgow Rangers, 4-1 gegen RB Salzburg. Ja, schon eine Packung bekommen. Sie müssen dieses Defensivproblem einfach irgendwie hinkriegen und sollten sie dann stabiler stehen, brennt da eigentlich nichts an in Sachen Aufstieg. Ob es dann Platz 2 oder 3 wird, keine Ahnung. Eine Mannschaft fehlt noch. Wer wird Zweitligameister? Bekommt die Schale in die Hand? Schalke 04. Für mich der beste Kader in dieser Liga. Nicht so viel Unruhe im Verein wie Hertha BSC, wenn man das Ganze vergleicht. Ein Trainer, auf den man setzt, die Fans im Rücken, euphorisch, so schnell wie diese ganzen Karten da verkauft wurden. Das ist phänomenal und kann nicht jeder Verein von sich behaupten. Sie gehören in die erste Liga, genauso wie der HSV. Und ich sehe sie auch wirklich mit weitem Abstand, es hört sich blöd an, aber ich sehe sie als absoluten Top-Favoriten in Liga 2. Die richtigen Neuzugänge geholt, Tempelmann, muss man schauen, aber ein Schallenberg, der überzeugt mich komplett, hat bei Paderborn alles gezeigt, dass er die Qualitäten hat, sogar in der ersten Liga zu spielen. Er hat sich aber für Schalke entschieden, seinen Herzensverein, hätte auch ja erste Liga spielen können. Brian Lassme bin ich nicht so ganz von überzeugt, der muss aber einfach vielleicht kommen, hat nicht so ein tolles Jahr gehabt bei Arminia Bielefeld, geben wir ihm die Zeit. Selbstverständlich den ein oder anderen teuren Abgang verkraften müssen, aber das ist ganz normal, dass man sich wirtschaftlich neu aufstellt. Ein Salazar für 5 Millionen verkauft, Bülter 3 Millionen an Hoffenheim, Pieringer, Harit ebenfalls nochmal 5 Millionen bekommen, Shalanolu, Tom Kraus zu Leipzig, Jordan Larsson, Alex Kral, Thomas Reis, der ist, glaube ich, das ist der richtige Mann da auf dem Trainerposten. Kann man nicht anders sagen. Und mit Torrodde, Mr. Zweiten Liga, wie man so schön sagt, ein Spieler hat, der für Torgarantie sorgt in dieser Liga, sich bestens auskennt, sogar die Kapitänsbinde erhält. Sie wissen, wie Aufstieg geht, haben vor 2 Jahren ebenfalls die Zweitligameisterschaft feiern dürfen. Ja, so sieht meine Abschlusstabelle aus für die Saison 23/24. Teilt ihr die Meinung oder was würdet ihr anders machen? Schreibt es gerne rein. Jetzt kommen wir noch einmal zur Prognose von meinem Bruder. Was sagt er denn? Dann können wir jetzt hier gleich meine Tabelle und seine nebenan stellen. Ich habe wirklich, keine Ahnung, mich nicht mit ihm beraten oder sonst was. Auf Platz 18 steht bei ihm der VfL Osnabrück. Auf Platz 17 Elversberg, das habe ich genauso. Auf 16 Eintracht Braunschweig. Auf 15 Greuther Fürth. Auf 14 Wien Wiesbaden. 13. wird bei ihm der Club aus Nürnberg. Auf Platz 12 hat er Magdeburg. Auf 11 Holstein Kiel. Auf 10 unseren FC Hansa.
sind wir fast gleich, muss man sagen. Auf Platz 9, Kaiserslautern hat er höher eingeschätzt als ich. Pauli auf 8, auf 7 Hannover 96, dann Paderborn mit Rang 6. Karlsruhe sieht er ebenfalls weiter oben auf dem 5. Tabellenplatz, auf 4 Hertha BSC. Sind wir ja doch schon fast identisch, ey. Hat er hier meine Tabelle abgeguckt oder was? Dritter wird der HSV bei ihm sein. Ob sie dann die Relegation packen oder wieder scheitern, laut seiner Prognose, keine Ahnung, weiß ich nicht. Zweiter ist Fortuna Düsseldorf. Oha, okay. Alvin, das musst du aber nochmal begründen in den Kommentaren. Nein, Düsseldorf halt einfach ja eine gestandene Mannschaft, die zweite Liga bestens kennt. Kann man schon nachvollziehen. Und auf 1, genauso wie ich, Schalke 04. Lasst es auf euch wirken. Wer hat eurer Meinung nach die bessere Tabelle? Er oder ich? Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Zweitligasaison. Für die erste Liga können wir genauso eine Prognose machen, falls gewünscht. Es geht los, ich bin heiß, hab richtig Bock drauf, dass unser FC Hansa so weit es geht, so schnell wie möglich die Klasse hält. Und euren Verein wünsche ich natürlich auch nur das Beste. Viel Erfolg, bleibt stabil, haut rein, macht's gut. Das war's und bis zum nächsten Mal.